Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich hatte euch ja in einem der letzten Videos gezeigt, wie ich aus diesen Tetra-Box, wie ich mir die zugeschnitten hatte, weil ich schwenk mal mit euch rüber. Ich mache das auch langsam, damit ihr keinen Schwindelanfall bekommt. Ich habe gesagt, ich wollte meinen Rollwagen sortieren. Und damit ihr seht, wie der auch geordnet ist, ja, in einem dieser Tetra-Packs sind die ganzen langen Pinsel drinne und eben halt auch ganz lange Schaschlikspieße. Dann habe ich in dem nächsten Tetra-Pack die ganzen, ja, Pinsel, die alle so eine Höhe haben und dann auch so ein Spatel. Daneben ist dann einfach, wo auch nochmal Schaschlikspieße drinne sind und so eine Rolle und eine Zahnbürste. Na, alles so ein Gedöns, was man so für Mixed Media und dergleichen braucht. Dann habe ich diese Boxen mit diesem X-Einteilung, die habe ich hier auch drin stehen lassen. Die sind aus Pappe und da ist auch Pappe drin. Denn da habe ich meine Streifen. Entweder brauche ich mal so einen schmalen cremefarbenen Streifen auf der Karte oder für einen Schriftzug oder so. Oder aber, wenn ich eine Box baue, Sekunde, ich halte euch mal fest, dann nehme ich gerne diese geixten Teile. Also das sind immer 2 cm Streifen in der Mitte bei 1 cm gefalzt, wobei diese hier größer sind. Die sind, glaube ich, bei 1,5. Denn bei manchen Boxen, wenn ich mit Versandkarton rumhantiere, dann brauche ich das V hier ein bisschen größer. Jo, dann gehen wir weiter. Dann habe ich hier einfach. Wo ist denn mein Finger? Ach, hier. Dann habe ich hier einfach, wo noch ganz viele Klebstoffe drin sind, die ich jetzt alle mal verarbeiten möchte. Genauso wie in diesem Fach hier. Jo, dann haben wir das Bürstenfach, was ich ja gezeigt hatte. Dann kommen wir hier meine ganzen Spatel, eine Feile, nochmal so ein Tupfpinsel und auch, das ist, glaube ich, Textilkleber. Nee, das ist der Tacky Glue. Jo. Dann hier so ganz kleines Gedöns. Da hatte ich noch zwei so eine kleinen Pappkästen von einer Glühbirne. Das habe ich halbiert und habe das dann eben halt verwendet, um da die ganz kleinen Dinge reinzumachen, weil die gehen in den großen Boxen eben halt unter. Ja, dann kommen wir noch zum Heavy Buddy. Das habe ich da auch reingestellt. Und ein Becher. Hier habe ich Buchbinderleim drinne zu stehen. Weil das dann automatisch mit Wasser ist, der Behälter für den Pinsel dann. Und hier ist nochmal ein anderer Klebstoff, den ich manchmal verwende, der in einem Glas ist und der steht da auch drinne. Jo, dann kommen wir zu den drei Hängeteilen. Hier sind glasklar Alkohol und Wasser drin. Dann haben wir nochmal so einen Silikonspatel praktisch. Dann zwei Rakel. Aus einmal ein aus Plastik und einer, der hat eine Stoffkante hier. Warte mal, ich zeige euch den mal so da. Der ist auch schon etwas älter. Und dann habe ich ganz viele Visitenkarten, EC-Karten und sowas alles immer aufgehoben, weil auch die benutze ich unwahrscheinlich gerne, um Klebstoffe zu verteilen. Und manchmal ist dann eins wirklich so eingesaut, das kann dann eben halt gehen. Hier ist auch nochmal so ein ganz harter Karton, der irgendwo mit bei gewesen ist. Der wandert dann hier mit rein, weil auch den kann man für sowas verwenden. Oder aber bei Sortierkästen sind manchmal so eine Trennteile. Der Kasten existiert nicht mehr. Die Sortierteile hebe ich mir auf, weil auch damit kann ich rummanschen. Ja, und dann haben wir hier noch einfach, da sind dann Nitri. Oh Gott, jetzt kann ich das Wort nicht aussprechen. Ja, diese Handschuhe, diese besagten Tesafilm und Babypuder. Dann habe ich hier unten noch einfach, besser gesagt zwei. Da habe ich einmal etwas breitere, größere Pinsel, die ich nicht so oft benutze. Und Werkzeug. Das ist jetzt da auch drinne, damit ich da schneller rankomme, wenn ich einen Hammer, Zange oder Schraubendreher brauche. Damit die Fächer da unten besser. Ah, hier. Kann ich da reinfilmen, ja, dass ich das dann, was da so alles drin ist, auch besser sehen kann. Für mich, alte Frau, ist das schon ganz schön anstrengend, da eben halt ranzugehen. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, bevor wir uns jetzt gleich an den Basteltisch setzen.
So, jetzt bin ich wieder an dem Basteltisch. Ich hätte euch nämlich hier fast schon gespoilert. Ja, also, es geht darum, ich habe irgendwie hier versucht, irgendwas zusammenzustellen, zu machen. Ich bin irgendwie nicht im Männerkarten-Design-Fieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal Valentinstag auch in wenigen Tagen ist und ich komme irgendwie nicht rein. Ich habe jetzt zwei Designs hinbekommen und die werden wir jetzt machen, weil ich mein Versprechen eben halt einhalten möchte und mir das auf der Seele drückt. Denn irgendwie bin ich schon im Osterfieber. Und bevor das dann nämlich auch wieder vorbei ist, Ostern, bevor ich angefangen habe, drehe ich jetzt mit euch die beiden Männerkarten. Und wenn ich dann irgendwann wirklich mal richtig im Floh bin oder so, dann, also wenn ich das nächste Mal Karten mache, werde ich jedes Mal die Kamera mitlaufen lassen. Und dann werde ich gucken, was ich aus dem Material zu einem Video schneiden kann. So, also ich habe mir für die erste Karte gedacht, machen wir eine Slimline. Und es wird ein bisschen dunkel. Also ich wollte anfangen mit einer schwarzen Grundkarte. Die ist 10,5 mal, also 21 mal 21 gefalzt auf 10,5. Dann habe ich mir in der Weihnachtszeit dieses Stanzenset gekauft gehabt und da habe ich die größte Stanze verwendet für einen, na, wo du wohl herkommst, Aufleger. Und das ist auch wirklich, also keine Ahnung, wie die Amis das machen. Es ist wirklich nur ein ganz, ganz minimaler schwarzer Rand. Ich finde sowas ja voll cool. Ich muss nur nachher gucken beim Aufkleben, dass ich das auch wirklich so hinkriege, dass nichts übersteht an den Rändern. Also man hat wirklich bei dem Format von 10,5 mal 21, jetzt habe ich es, wirklich nur einen ganz, ganz, ganz minimalen schwarzen Rand. Ich hole euch das mal ein bisschen näher ran, damit ihr das besser sehen könnt. Jedenfalls bei den von Craft Emotion aus diesem Winterset. Ich weiß nicht, es scheint wirklich ganz, ganz viele Formate zu geben. Es bringt auch nichts, das auszumessen. Dadurch, dass das so geriffelt ist, ist es schon ein bisschen. Ja, hier habe ich schon wieder gekleckert. Ja, denn mir ist nämlich vorhin hier ein Malheur passiert und dann dachte ich, ach, weil ich merke das richtig, wenn mich was unter Druck setzt, dann passiert mir ein Fehler nach dem anderen, ich werde immer unzufriedener. Ich zeige euch nur das hier, mein Fußboden sah auch sehr geliebt aus, den durfte ich dann erstmal wischen, aber egal. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, es ist nachts um 12:30, ja, nur so viel dazu, damit ihr Bescheid wisst. So, ja, und dann habe ich mir überlegt, kommt hier oben drauf, halt, meine beiden Buchstaben, ein weiterer Aufleger. Da habe ich mir einfach ein Designpapier rausgesucht, was mir gefällt. Und das ist, wie gesagt, die zweite Stanze aus diesem Set, weil ich finde diesen Büttenrand eben halt cool. Also gerade bei Männerkarten macht sich dieses Gerissene eben halt wirklich sehr, sehr gut. So, was soll noch passieren? Also, dann habe ich mir überlegt, ich habe hier so einen schönen Rotton drin, aber eben halt kein quietschiges Rot, sondern wirklich ein etwas dunkles Rot. Ich möchte dann hier ein Stück Band aufbringen und habe mir aber aus schönen großen Buchstaben, die ich habe, ein Love ausgestanzt. So. Das Band wird hier drunter so versteckt und hier dann auch irgendwo drunter versteckt. Jo, und dann habe ich hier noch so ein paar kleine Elemente. Also hier ist dann noch ein Mai, das kommt hier oben noch reingesetzt und das werden wir dann hier alles so ein bisschen drapieren. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, denn mir ist das hier alles noch zu clean, irgendwie so. Ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll. Da muss noch ein bisschen mehr Dreck ran. Anders weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe mir jetzt wirklich mal hier vor kurzer Zeit, oder vor einer Weile, nicht vor kurzer Zeit, was quatsch ich denn?
Ja, ist schon spät. Jetzt muss ich auch aufpassen, nicht, dass ich die hier vertausche. Steht das auf der Rückseite auch nochmal drauf? Ich bin ja echt ein Schaf. Ich habe die nämlich noch nicht markiert. Wenn ich jetzt hier die Deckel vertausche, ärgere ich mich irgendwann. Aber das müsste der hellere Ton sein. Naja, wir werden es. Irgendwann werden wir es merken. Ja, und ein Tipp. Niemals über eure Arbeit inken mit dem Fingerschwämmchen, immer vom Tisch weg. Ja, weil diese Schwämmchen, die haben die Neigung, irgendwann anzufangen zu fusseln, weil wir gehen ja da wirklich immer am Rand an so einer, der Rand hat eine scharfe Kante, deswegen können wir uns ja auch immer mit dem Finger so gut schön toll da drinne schneiden. Ja, ich denke mal, jeder Papierbastler hat das leider Gottes schon erleben dürfen, wie schmerzhaft das ist. So, das muss auch gar nicht so viel sein. Dadurch, dass das ja eh so ein dunkler Ton ist, geht es relativ zügig. Und das sieht dann schon ganz anders aus, wenn da ein bisschen schmuddelig ist am Rand. Das gleiche mache ich auch hier mit diesem, weil auch da möchte ich einen schmuddeligen Rand, weil dieses Papier auch nicht durchgefärbt ist. Das heißt, die ist am Rand sowieso weiß. Und bei dieser Karte würde mir das nicht gefallen. Manchmal lasse ich den Rand weiß. Da finde ich das dann gut, aber in diesem Fall nicht. So. Das geht auch wirklich ganz ein, zwei fix. Da achte ich auch nicht irgendwie drauf. Also wenn ich dann hier so eine Patzer habe oder so, dann mache ich gleich an der nächsten Stelle noch ein, damit das wirklich so aussieht, als wenn das so sein muss, dass da jetzt ein bisschen mehr Farbe ist. Schon habe ich mein schlechtes Gewissen beseitigt. Bei dem Schwarz brauche ich jetzt nichts machen, aber ich werde gleich die Restfarbe nehmen und mein Herz, was ich hier habe, auch inken mit dem, was noch im Fingerschwämmchen drin ist. Das reicht vollkommen aus, weil auch das würde mir so zu clean aussehen. So, ja, dann können wir auch schon anfangen mit dem Aufkleben. Ich benutze ja immer mein Tombow und das werde ich auch in diesem Fall machen, weil ich den wirklich so dünn rauskriege, dass ich hinterher keine Klebespuren sehe. Und Klebeband benutze ich wirklich ganz, ganz selten. Also ich verbrauche das wirklich nur noch und dann bin ich klebebandfrei. So, jetzt muss ich wirklich hier gucken. Aber das geht ganz gut, weil wenn der Tombow auch so dünn aufgetragen ist, hat man wirklich fast gar keine Zeit mehr, da großartig zu schieben. Also, aber ich mache das lieber so und ich fange auch lieber ein zweites Mal an, als wenn ich da 10 Zentner Kleber drunter habe, um schieben zu können. Und von daher ist das schon ganz gut so. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das ein bisschen erhöht haben möchte oder ob ich die Buchstaben erhöhe. Ich glaube, ich erhöhe die Buchstaben, denn ich habe hier nämlich noch so einen Streifen selbstgemachtes 3D, also hier so ein Formtape, so ein selbstgemachtes. Ich habe nämlich noch so viel Moosgummi und so viel dickes Moosgummi und das soll auch raus. Und dann benutze ich das für sowas. Na, nun komm schon. Ah, manchmal will sie mich ärgern, die Flasche. Jetzt. So, dann kommt das hier rauf. Hier muss ich mich dann doch ein bisschen konzentrieren. Ganz komisch, also wenn ich dann weiß, die Kamera ist an, obwohl es ja noch gar nicht hochgeladen ist, also ihr seht es ja noch gar nicht, ich kann ja alles noch schneiden und trotzdem ist das manchmal echt ein komisches Gefühl, also und das, obwohl ich auch mittlerweile ja schon ein gutes Jahr filme, also ja, ist auch mir manchmal noch merkwürdig.
So, jetzt muss ich mal gucken, an welcher Linie ich mich orientieren will, weil ich will ja meine beiden Buchstaben hier aufbringen, die übrigens ganz, ganz filigran sind. Also, da habe ich so eine Stanze vor Jahren mir gekauft. Ich glaube, ich bringe erstmal diese Buchstaben auf, damit ich dann weiß, wo. So, jetzt lege ich mal beiseite. Wo ist meine Schere? Hier. Jetzt muss ich nämlich erstmal gucken, ob das überhaupt passt. Ja, es passt. Dann kommt das nämlich hier rauf. So, ich würde sagen, ich mache das jetzt hier mal schnell, dass ich die ganzen Buchstaben hier mit dem 3D-Zeug bestücke, weil ja, ich glaube nicht, dass das jetzt so interessant für euch ist. Aber ihr könnt es mir ja auch mal runterschreiben, wenn ihr auch solche Arbeiten, also wenn ich die Kamera durchgängig laufen lassen soll und auch dazwischen mal schweige, weil auch das kann ich. Mir ist das bloß eben halt unangenehm, weil ich nicht weiß, wie das auf euch wirkt, wenn ich dann einfach nur mache, ohne was dabei zu brabbeln. Ja, ich möchte euch ja auch nicht mit meinem Gelaber auf den Sack gehen. Jetzt werden wir einfach mal die Buchstaben aufkleben. Nachher zeige ich euch noch einen kleinen Trick, den ich mir vor kurzem ausgedacht habe. Ja. Jetzt muss ich hier nur dieses Klebeband abkriegen. Deswegen, ich bin überhaupt gar kein Freund mehr von diesem ganzen Klebegedöns hier. Also hier diese ganzen Klebebänder. Ich bin da wirklich dabei, das alles auf andere Materialien umzustellen. Jetzt sehe ich, habe ich hier in der Mitte eins nämlich vergessen, bevor ich das anklebe, weil das bricht mir dann ein, wenn dann in der Mitte da nichts ist. Ich habe das eben schon gehabt, dass die Klebebänder sich dann wieder lösen und nee, ich bin da komplett weg. Und ich habe viel Klebeband verbraucht. Vor kurzem habe ich erst meine ATG-Gun nochmal neu das Band eingelegt. Also ich muss das irgendwie falsch eingelegt haben. Keine Ahnung warum, obwohl ich das auch nach der Anleitung gemacht hatte. Jedenfalls funktionierte die nicht richtig. Und ich habe die jetzt daraufhin sehr, sehr lange nicht benutzt gehabt. Und das kann doch nicht sein. Also irgendwas ist doch da faul. Und habe das dann alles nochmal rausgenommen. Das, was drinne war, abgeschnitten. Und ja, jetzt kann ich natürlich nicht kleben, weil jetzt muss erstmal der Kleber hier anziehen, damit ich die Folie abkriege. Ich bin ja auch ein Hase. Hier habe ich ihn schon ab und hier auch. Mal gucken. Ja, dann kleben jetzt erstmal gleich meine Finger, aber ansonsten geht das Klebeband hier nicht ab. Ich sag ja, wir werden keine Freunde mehr. So, jetzt ist es mir egal. Jetzt habe ich nämlich das komplette Klebeband abgemacht. Jetzt habe ich weiß sowieso nicht, warum ich Klebeband drauf gemacht habe. Auf den Moosgummi. Total bekloppt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mache eh Kleber drauf. Weil ich dem Klebeband nicht mehr vertraue. Also verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber egal. Aus Schaden wird man klug. Sekunde. Ach, was mache ich denn? Ach ja, ich glaube, es ist doch schon recht spät für mich. Ja, da steht nämlich mein Handy. Und das steht da nicht ohne Grund. Ich habe mir ja vorher überlegt, wie das Design sein soll von der Karte. Bis auf jetzt hier diese Feinarbeiten, die ich jetzt ja mit euch zusammen mache. Und habe mir dann ein Foto davon gemacht. Und jetzt kann ich wunderbar auf mein, also ich habe noch ein zweites Handy, mein altes Handy. Das leistet mir noch sehr gute Dienste für bestimmte Dinge, aber nicht mehr für Videoaufnahmen. Also da war, aber das habt ihr ja auch gemerkt, dass das da nicht mehr so prickelnd war.
Ja, und für manche Sachen leistet es mir aber jetzt wirklich noch hervorragende Dienste. Ja, ich will das jetzt hier nicht, also hier akkurat, aber ein bisschen gerade soll es schon sein. Und deswegen brauche ich hier mal so eine kleine Stütze. Aber ja, ich kriege das schon auch ohnehin. Manchmal mache ich das bewusst schief. Weil die Liebe ist auch nicht immer geradlinig und von daher kann dieses Love auch ein bisschen schief. Es ist, oh, könnte man glatt jetzt so ein bisschen schief aufkleben. Aber das machen wir jetzt ausnahmsweise mal nicht. Also ich will damit eigentlich nur sagen, dass man mit wirklich ganz wenigen Handgriffen so eine Karte in ganz vielen unterschiedlichen Varianten dann machen kann. Und ich kriege hier gleich einen Anfall, weil dieses Band nicht abgeht. Also diese Schutzfolie will nicht mehr abgehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das gibt es doch wohl gar nicht. Also ich löse schon die Schutz, dass das Papier von einer. So, also wenn jetzt das Band komplett runtergeht, dann geht das komplette Band runter. Dann ist mir das auch egal. Ja, es geht das komplette Band runter. Also keine Ahnung, warum sich das nicht löst. Und hier dann wahrscheinlich auch. Dann ist es so. Dann mache ich das jetzt. Einfach mit meinem Kleber. So, Lauf. So, nun möchte ich bei dem L. Ach, siehst du, ich wollte das ja eigentlich da drunter kleben, aber es ist nicht so schlimm. Dann wird es hier abgeschnitten und dann. Ja, dann ist das so. Nicht mehr zu ändern, habe ich nicht dran gedacht. Ja, irgendwie kann ich vor der Kamera nicht basteln, wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt nehme ich die abgeschnittene Kante, weil ich nämlich jetzt kein Feuerzeug hier habe. Weil so eine Kante kann man dann immer schön mit dem Feuerzeug abfackeln und dann franzt das nicht mehr so aus, wie es jetzt hier der Fall ist. Aber das werde ich nochmal. Ich glaube, ich muss meine Schere mal wieder schärfen, weil das ist eine Schere von Fiskars. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich liebe sie. Ich liebe sie und ich pflege sie und hüte sie wie mein Augapfel. Ich habe die seit Jahrzehnten mittlerweile. Also ich bin bestimmt schon so an die, ja, mehr als 20 Jahren beim Basteln. Angefangen hat alles mit meiner Ausbildung und dann mit Serviettentechnik. Also auch da habe ich dann schon Kästen oder so. Ich habe dann von Spülmaschinentabs den Karton genommen und habe den dann eben halt hübsch mit Serviettenkleber beklebt und dann kam das Telefonbuch, also unser Adressbuch da rein. Damals hatte man sowas noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas jetzt auch wieder. Weil so ein Handy braucht bloß mal ins Klo fallen. Und wenn man denn die ganzen Daten nicht auf die Karte gespeichert hat, dann hat man da ein kleines Problem. So, jetzt bin ich überhaupt im Bild? Nee, bin ich nicht. Jetzt klebe ich auf dieses Band wirklich nur punktuell ein paar kleine Tropfen, weil es vollkommen ausreicht. Erstens will ich nicht, dass mir mein Band durchnässt. Und zweitens habe ich jetzt keinen Textilkleber, weil dieser Kleber hier, wenn er trocken ist, also wenn er einfach abtrocknet, ohne dass was dran ist, dann klebt der. Der Tombow klebt auch im trockenen Zustand. Das wollte ich damit sagen. Und ich möchte jetzt nicht, dass das hier durchsuppt und dass es von oben klebt. Aber irgendwie will das mich jetzt gerade ein bisschen ärgern? Bin ich jetzt im Bild? Nein, bin ich fast wieder nicht. Manchmal sehe ich das nicht. So. So, wo ist mein
Ich glaube, ich muss den mal wieder füllen. Der hat schon ganz schön abgenommen. Ja, wenn ich den Tombow merke, ich habe ihn an den Fingern, nehme ich mir einen Embossing Buddy, der mit Puder getränkt ist. Und dann entklebe ich meine Hände. Weil ich kann ja nicht alle Nase lang die Hände waschen. Könnte ich schon, will ich aber nicht. So, und jetzt kommt mein L hier hin. Und schon ist die ausgefranste Kante gleich nicht mehr zu sehen. Mal gucken, ob ich jetzt dieses Band hier abkriege. Ha, ich habe ihn. Schauen wir mal, ob mir das auch bei dem kleinen Stückchen hier gelingt. Sonst ist es nämlich, da ist es, hat es mir nicht, es ist mir nicht geglückt. Weil es ist nämlich so ein relativ dickes Klebeband. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal her hatte. Ich glaube, deswegen habe ich das da auch aufgemacht, weil ich es einfach nur noch verbrauchen wollte. Weil die Dinge nehmen ja auch überall Platz weg. Und Leute, ich habe mir heute eine Kommode bestellt. Ich bin so happy. Ich freue mich dermaßen. Die wird wahrscheinlich am Dienstag kommen. Da muss ich meine Arbeitsplatte vom Computerbereich nochmal kürzen. Mit der Stichsäge, weil Kreissäge habe ich leider nicht. Dann muss ich die Füße wieder anbauen. Vorher muss ich den ganzen Computer abbauen, also den ganzen Bereich da hinten. Aber ich brauchte unbedingt einen, also so einen Aktenschrank, der ist offen. Aber ich will meine Aktenordner endlich am PC haben, damit ich Ordnung hätte. Es ist so. Es stapelt sich alles am PC-Bereich und ja. Und das ist falsch. Das geht so nicht. Und deswegen habe ich heute kurzerhand mir einen bestellt in der Tiefe von, also in der Breite von 60. Und hatte sogar Glück, dass diese Kommode höher ist als diese Billigkommoden vom großen I. So. Weil die wären auch breiter gewesen, die wären 80 gewesen, aber die wären nur 1,7 Meter hoch gewesen. Und ich habe jetzt 1,10 Meter und ich bin gespannt, ob die 3 Zentimeter genau das ausmachen, was mir wichtig ist. Aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Denn wenn ihr wollt, nehme ich euch beim Aufbau mit. Zeige ich euch, wie Tina Möbel aufbaut. Aber das könnt ihr mir ja mal runterschreiben, ob euch sowas überhaupt interessiert. Also ich habe ein Stativ. Also beim Aufbauen kann ich natürlich nicht die Kamera festhalten. Ganz logisch. Aber ja, so, wie machen wir jetzt weiter? Oder wie mache ich jetzt weiter? Ich mache mir jetzt erstmal mein Bild wieder an. So, das Herz hatte ich nämlich letztes Mal glatt vergessen mit in meine Hülle reinzupacken. Ein Glück habe ich das nicht entsorgt, weil ich sehe nämlich gerade, das ist noch gar nicht geinkt. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Und dann wollte ich noch was machen, weil das ist mir einfach zu wenig Struktur. Ich brauche Struktur. Und ich habe ja hier so einen schönen Stempel. Ich nenne jetzt nicht die Marke und die Firma und das Stempelset. Sollte euch das interessieren, könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Und dann kann ich euch das immer noch sagen. Mir ist das zu nervig. Und das will wieder nicht halten. Ein Glück habe ich ja von der lieben Astrid Musi so einen coolen Klebestift gekriegt. Zu Weihnachten in meinem Adventskalender. So, da steht nämlich drauf, wenn ich das jetzt richtig aussprechen kann. Removable. Nee, ich lasse es lieber nicht. Ich zeige euch den einfach nur. Der ist von Scotch 3M. Und sie sagt, dass ich mit dem, weil das steht hier alles in Englisch drauf, wieder ablösbarer Klebstift. Klebestift. Und ja, den benutze ich jetzt und jetzt bleibt er nämlich drauf. Normalerweise benutze ich eigentlich fast nur noch eine Stempelhilfe, aber für so eine Sachen nehme ich dann auch einen Acrylblock. Das ist dann echt ärgerlich,
wenn denn die Stempelkissen nicht so, die Stempel nicht mehr auf dem Acrylbook kleben. So. Einfach eingeditscht und dann gehe ich hier ein paar Mal irgendwie kreuz und quer ganz schnell, weil die werden so, das Herz wird sowieso zum Teil überdeckt. Und siehst du, jetzt kann ich euch das mal zeigen, was jetzt passiert ist. Ich habe den Klebstoff unter dem Band und ich weiß nicht, ob ich das in der Kamera eingefangen kriege. Diese drei Punkte sieht man hier. Die haben sich durchgedrückt. Das heißt, ich werde in Zukunft für Band doch Klebeband nehmen. Also das, was ich noch habe, werde ich dann davon nehmen. Aber das werde ich dann komplett einkleistern und dann müsste das wieder einheitlich aussehen. Mal gucken. Ich muss mir mal was einfallen lassen. Ich weiß auch nicht, ob das abtrocknet, aber ich habe für diese Punkte auch gleich noch eine Idee, wie man das dann wieder kaschieren kann. Weil das ist natürlich was, was mir jetzt nicht wirklich gefällt, wenn da die Punkte bleiben. Obwohl die zum Teil eben halt hier auch verdeckt werden. Ja, so. Dann kommt dieses Herz, kommt hier so hin. Und der schwarze kommt hier so hin. Ein paar Herzen eben halt, die da so hin sollten. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu schwarz. Hier kommt noch eins hin. Und hier kommt noch eins hin. Also wirklich so einen ganz kleinen Klebepunkt. Das reicht meistens wirklich vollkommen aus. So, aua. Und jetzt zeige ich euch mal, mit was ich eigentlich normalerweise mittlerweile große Flächen auf 3D klebe. Weil. Ha, hier stinkt normale Versandkarton. Nehme ich mittlerweile. Klar, der ist jetzt ein bisschen sehr dick, aber ist egal. Das passt schon. Denn das muss ja auch nicht komplett flächig so, jetzt klebe ich das hier rein. Seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch da. So, das ist da drinnen. Und dann haben wir hier noch ganz kleine Ecken. Die kann ich dann hier oben wieder reinkleben. Nur eben halt andersrum. Und schon habe ich mein Herz, wie sich das anhört, komplett erhöht. Mein Herz ist erhöht. So. Und dann kommt das Gute hier hin. So, jetzt muss ich aber mal überlegen, weil ich wollte ja, achso, das kommt innen drin rein und das andere muss ich dann auch irgendwie erhöhen. Mal gucken. Vielleicht lasse ich das aber auch weg und mache nur das hier ran. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Vielleicht lasse ich das. So sieht man dann eben halt, wie sich dann doch noch das eine oder andere entwickelt, obwohl ich eigentlich ein Design schon für mich dachte, ich fertig hätte, aber jo. So. Und jetzt und hier Kleber drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das mittlerweile so einen Spaß, Dinge zu recyceln. Das ist echt, ja, sehr inspirierend. Oder neue Dinge daraus zu machen. Das macht wirklich richtig Laune.
So, das kommt jetzt hier rauf. Und ich könnte glatt so ein kleines schwarzes hier noch hinsetzen. Jo. Das gefällt mir. Wie so ein kleiner Eyecatcher noch hier am Rand des Schwarz nochmal aufgenommen. Jo. Jetzt habe ich zwar die falsche Seite eingeklebt, aber ist egal. Das sieht kein Mensch und es weiß vor allen Dingen auch keiner, außer ihr jetzt. Ihr wisst, dass ich das Herz jetzt eigentlich falsch rum aufgeklebt habe, weil die schöne Struktur war jetzt von der Seite. Naja, egal. Die Welt wird nicht untergehen. So, jetzt haben wir aber hier diese Punkte, diese Klebepunkte. Die gefallen mir natürlich überhaupt gar nicht. Jetzt noch mehr Herzen ist too much. Also gehen wir an die Zauberkisten. Oh, wenn ihr wüsstet. Aber ja, wer meine Rundtouren gesehen hat, der weiß es, wo ich jetzt hier dran bin. Die passen nicht. Dum, 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 dum. Ich bin noch da. Ich bin noch nicht weg. Ich wollte nur was ganz Bestimmtes. Aber ich finde es gerade nicht. Ärgert mich gerade ein wenig. Ha, doch. Ja. Ah, und ausgerechnet, das geht auch auf. Das gibt's doch wohl gar nicht. Ach, wie hieß er denn? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wenn er mir wieder einfällt, werde ich ihn in der Infobox verlinken. Das war nämlich ein Gewinn von ihm. Auch ein ganz lieber Junge. Und ja, da ist mir gerade eingefallen, dass ich ja da noch so eine schönen kleinen Strass, also es ist kein Strass. Strass hat ja diesen Glaseffekt, diesen Glitzer, diesen Glasglitzer. Und ja, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, meine. Na, ach so, ja, man sollte natürlich auch Wachs drin haben. Meine Wachsdinger, also diese Diamond Painting Dinger für meine Strasssteine zu benutzen, weil ich die damit echt gut aufnehmen kann. Und das ist voll cool. Nur, dass ich nicht mehr so viel Wachs habe. So, jetzt habe ich ja da diese Steinchen aufgebracht. Ich könnte doch aber glatt. Habe ich jetzt meine Box gelassen? Bin ich so gaga im Kopf? Ja, bin ich. Weil es ist mir hier doch noch zu nackig. Also mir fehlt hier noch was. Auch wenn es für einen Mann ist. Aber irgendwas, soll ich die so lassen? Also ich bin nicht wirklich zufrieden mit dem Design, sag ich ganz ehrlich. Obwohl ich es mir ausgedacht hatte. Aber ja, so ganz bin ich nicht zufrieden mit. Aber ich lasse sie jetzt so, weil ich glaube, wenn ich jetzt noch weitere Sachen drauf mache, ist es zu viel. Also solltet ihr noch eine Idee haben, ob ich denn doch noch hier irgendwelche von diesen kleinen Steinchen hier drauf machen soll. Ich halte sie euch mal ein bisschen näher. Dann sagt mir das, dann mache ich das und zeige das bei Instagram dann. Aber ansonsten würde ich die Karte jetzt so lassen. So. Dann kommen wir zum zweiten Design. Ich weiß gar nicht. Oh, 41 Minuten schon. Oh Gott. Aber da müsst ihr jetzt noch durch, weil, ja. Hier habe ich schon mal angefangen. Ein Rolling mit einem Strukturstempel ringsrum ein bisschen grungy zu machen. Also Allegenda ringsrum und so. Und ja, das habe ich schon mal alles soweit eingefärbt. Und dann ist mir hier nämlich auch ein Malheur passiert. Mir ist dann meine Goldfarbe aus der Sprühflasche, weil das alles irgendwie nicht so wollte, wie ich wollte, ausgekippt. Und ich habe dann einfach eine Tugend aus der Not gemacht, indem ich dann, man sieht es ja auch hier, war auch die Farbe, ich habe die dann einfach da reingeditscht. Und es soll so sein. Also ich will euch damit nur sagen, auch wenn manchmal etwas dann dramatisch aussieht und nicht gewollt ist,
man kann ganz viel noch retten. Also ganz oft kann man dann doch noch was retten. Ich meine, ich bin auch jemand, wenn es ganz arg ist, schmeiße ich es auch weg. Denn ich hatte nämlich erst vor, auf einen anderen Rohling es auszuprobieren, wie der Goldglimmer, wie das wirkt. Und ja, irgendwie ist dann diese Sprühdose wollte, also die... Der Sprühkopf wollte auf einmal nicht, dann bin ich das auswaschen gegangen und ach, hört mir auf. Zu guter Letzt habe ich die ganze Flasche weggeschmissen. Also das war so ein, wie so ein Stift, so ein Spray, so ein Spraystift eben halt. Und ich mische mir ja mein Zeugs immer dann an, wenn ich es brauche, um zu vermeiden, dass es verstopft. Man sollte nur, wenn man dann die Sprühflasche leer gemacht hat, auch auswaschen, damit es nicht verstopft. Das ist natürlich dann eben halt so die andere Seite der Medaille. Aber kommen wir zurück. Ich habe mir dann noch ausgedacht, dass ich Designpapier, ich habe davon so viele, wie ihr seht, ich habe mir ja hier, habe ich mir ja ganz viel rausgesucht, ganz viel zurechtgelegt, aber irgendwie will die Inspiration nicht kommen. Das ist das Schlimme. Und wenn ich das merke, dann ziehe ich die Reißleine, bevor mich das irre macht. Aber dieses Design möchte ich euch noch zeigen. Das kommt hier raufgeklebt. Auch wieder ganz dünn. Eingeinkt habe ich schon. Und ab und zu mag ich es auch schräg. Also kommt das jetzt hier so schräg rauf. Und da das so dünn ist, das hätte ich jetzt auch nicht erhöhen können, weil das ist dieses dünne Papier. Jo, und dann dachte ich mir, kommt hier auch wieder so ein Band hin. Ich finde das einfach cool mit diesem Band. Und ich habe ja gesagt, ich will mal ein paar Bänder verbrauchen. Und deswegen muss das jetzt hier hin. Und ich glaube, ich werde das auch bewusst so ein bisschen ausfransen. Ich will, dass du gefranst aussiehst. Noch nicht so schwer sein. Also wirklich. So. Oh, auf der Seite geht es sehr gut. Auch da muss man dann wohl ein bisschen vorsichtig sein. Na toll. Sieht ja doof aus, wenn es auf der einen Seite so dolle ist. So. Aber da wir ja nun wissen, dass das eben halt durchdrückt, aber das ist nicht so schlimm, weil hier kommt noch was drüber. Hier kann ich ruhig den Kleber rauf machen. Ich werde den aber hier rauf machen. Das reicht schon vollkommen aus. Und dann setze ich das einfach hier drauf. So. Und dann kommt das hier drauf. Dieses Element ist ganz einfach hergestellt. Es ist schwarzer Karton, der ist geprägt mit einem Streifenprägefolder. Ich habe den recht dolle mit viel Druck durch, sodass wirklich auch die Streifen hier teilweise gebrochen sind. Das ist Absicht. Man mag es nicht glauben, aber ja. Auch solchen Effekt finde ich, also ich finde das gut, wenn es dann auch richtig kaputt geht. Dann habe ich, also das war ein A6, ich mache das immer im A6-Format. Dann habe ich mir die Ecken alle abgerissen und habe dann, wo ist er denn hin? Ich habe meine Zeit lang vom Action diese Twin Marker in Metallic bekommen. Sollte da mal jemand welche haben und die nicht brauchen, kann er sich gerne bei mir melden, kaufe ich ihm ab, weil ich habe nicht mehr wirklich viele, die funktionieren. Und damit habe ich jetzt hier am Rand, weil mein Goldstempelkissen wollte nicht so, wie ich wollte. Ich muss mir da mal ein neues anschaffen irgendwann. Aber ich weiß mehr zu helfen. Ich hatte jetzt keine Lust, die Wachse rauszuholen. Weil diese Farbgebung hier, die ist mit Wachsen gemacht. Also mit einem Grün, mit einem Kupferton, dann eben halt Gold. Dann habe ich auch ein Blau-Metallic. Ja, und das ist einfach hier so drüber gestrichen. Und ich hatte keine Lust, die Wachse rauszuholen. Ansonsten hätte ich den Rand dann auch mit den Wachsen nochmal bearbeiten können. Aber ich finde es ganz gut, dass das sich so ein bisschen abhebt. Also, dass da jetzt kein Wachs drauf ist, sondern dass das hier so ein bisschen trocken aussieht. Jetzt kommt mir zum Beispiel die, ich habe auch noch ein Embossing-Pulver.
was ganz rau ist. Das sieht fast aus wie Stein. Das hätte ich damit natürlich auch machen können. Aber ja, nun ist vorbei. Jetzt möchte ich das hier gerne zusammensetzen. Das klebe ich jetzt hier an. Denn bestimmte Sachen an Karten mache ich nur noch per Auftrag. Die mache ich normalerweise überhaupt gar nicht mehr. Und dazu zählt Valentinstag auch. Ostern eigentlich im Grunde genommen auch. Aber da ich mit Ostern noch eine Menge Zeit habe, denke ich mal, werde ich die Osterkarten denn auch in den Shop einfliegen. Ja, da geht es auch nur schleppend voran. So, dann brauche ich dieses Herz noch. Wo ist mein Herz? Wo ist mein zweites Herz? Verdammter Mist. Wo ist mein zweites Herz hin? Weil ich das vorhin ja alles rübergeschoben habe, weil ich euch das ja nicht gleich zeigen wollte. Mein Herz ist weg. Mein Herz ist weg. Oh nö, finde ich jetzt doof. Das finde ich jetzt total doof. Aber was soll's. Dann zeige ich euch, wie ich das Herz überhaupt gemacht habe. Das war nämlich auch ganz schnell. Weil ich habe hier rumgekleckert. Und dann habe ich einfach, jetzt muss ich gucken. Habe ich nämlich einfach aus diesem Klecker mir eine Stelle rausgesucht. Ja, nämlich das. So, und habe dann die Ränder wieder eingeengt. Also es muss noch nicht mal immer vollflächig sein. Die braune Farbe tut dann ihr Rest. Und schon habe ich wieder ein nächstes Herz. Ha, man muss sich nur zu wissen, zu helfen wissen. Ja, und dann hatte ich vor, weil das Schildchen scheint nämlich auch weg zu sein. Nee, das ist nicht weg. Ha. Dann habe ich nämlich hier aus einem der lieben Paketblöcke, die ich eben schon mal bekomme, habe ich hier so einen Block drin, also einen Bogen drin gehabt mit ganz viel Bisslauf. Fand ich total cool. Und dachte ich mir, schneide ich mir doch mal was ab und habe mir so ein kleines Schildchen gemacht. Und jetzt werde ich dieses Herz in die Mitte kleben. So. Dann kommt, na, wirst du wohl abgehen? Will nicht. Ah, Hilfe. Ich sag ja, es ist zu spät für mich. Und dann kommt dieses hier obendrauf. Und jetzt zeige ich euch mal, dieses Herz hier sah vorher, upsala, so aus. Ja, also nur mal so zum Unterschied, wie schnell mit ein bisschen Stempelfarbe sich so ein Holzstreuteil verändern kann. So, das muss jetzt trocknen. Ich hoffe, das trocknet auch. Und dann dachte ich mir aber, diese beiden kleinen goldenen Herzen, die sollten eigentlich dann noch hier mit drauf. Aber irgendwie ist mir das too much. Ich glaube, mir gefällt die Karte so viel besser. Ohne diese Herzen. Also da kann man mal sehen, wie so ein, wie gesagt, das ist bei mir so, das entwickelt sich immer. Und deswegen, ich sehe ja, wie lang das Video jetzt schon ist. 51 Minuten. Den Teil kann ich noch rausschneiden. Aber, ja. Wenn euch das nicht stört, dann schreibt mir das bitte runter. Dann ist das für mich okay. Aber ich denke immer, Mann, ob ich da nicht ein bisschen zu viel sabbel. So, jetzt wollte ich aber noch mal gucken, ob ich nicht doch noch so von diesen Steinchen hier, von diesen schwarzen wenigstens, ob ich da nicht noch mal na, das kann man sich ja erstmal so drauflegen. Na, nun komm schon. Oder ob das zu viel ist. So, ich nehme das jetzt mal beiseite. Mir zu ungleichmäßig. Na, fall auf die richtige Seite. So, zähle ich das nochmal an.
So, wenn ich das jetzt praktisch so aufklebe, könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr das so gut finden würdet oder ob ich die Steine weglassen soll. Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu mal was sagen könntet. Ja, in diesem Sinne, ich werde das Video jetzt noch bearbeiten, weil irgendwie bin ich ganz schön aufgedreht. Und hoffe, auch wenn es jetzt wirklich nur, ich mache mal hier Platz, in Ordnung, alles wegschieben. Nein, klappt nicht. Ist alles zu schwer. Kann ich nicht einfach so wegschieben. Ja, tut mir leid, dass es jetzt wirklich nur zwei Karten geworden sind. Aber dadurch, dass ich keine Liebe mehr, also ich habe schon Liebe in meinem Leben, aber keine Partnerschaft, fällt mir das Thema gerade etwas schwer. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem die eine oder andere Anregung mitnehmen können und ich gelobe Besserung und sagt mir mal eben halt, ob man noch was verbessern könnte. Ich bin schon total raus beim Kartenbasteln. Ich habe früher fast nur Karten gemacht. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch Alben machen und ja, andere Dinge als Karten. Also Kartenbasteln ist nicht mehr so wirklich mein Thema. Merke ich immer mehr. Ich mache sie, aber eigentlich nur, wenn ich sie brauche, um das mal ganz klar zu sagen. Also so hier meine kleinen Fips-Karten hier, die ich hier immer so habe. Andere machen ATC-Karten und ich mache dann ganz gerne sowas, so eine kleinen Mini-Karten hier aus den Standsteilen oder so. Da fällt mir denn, und vor allen Dingen, ich mache die ja immer mit einem Einleger, sodass man, dass der Beschenkte die nochmal weiterverwenden kann. Manchen schreibe ich das auch rein, dass das eine Art Goodie ist von mir. Ja, sowas mache ich eben halt unwahrscheinlich gerne. Vielleicht hätte ich das Thema auf solche kleinen Karten legen sollen. Vielleicht wäre mir das leichter gefallen. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe meine Aufgabe gemacht, gezeigt. Und ja, ihr könnt mir jetzt nochmal schreiben, was ich noch vielleicht einsetzen könnte oder ob das vollkommen okay ist. Die eine ist ein bisschen mehr so clean. Und die andere ist mehr so in dem dreckigen Bereich, finde ich jedenfalls so. Und eigentlich hatte ich nämlich vor, bei dieser Karte hier noch einen Spruch aufzusetzen. Du bist echt cool. Aber irgendwie, ja, gefällt mir die so viel besser. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Sonntag, weil, ja, online geht das Video dann erst am Sonntag oder jetzt ist es online am Sonntag. Oh Gott, ja, es wird Zeit, dass ich ins Bett komme. Bis dann, ihr Lieben. Ich drück euch und nicht vergessen, Glocke drücken. Bis dann, euer Kreativfalter.